Hallo Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Valheim. Schön, dass du wieder einlohnst. Ich war schon mal schnell eine Runde schlafen. Ein neuer Tag, liebe Leute. Und das ist jetzt erstmal das Fundament unserer neuen Hütte. Halt ziemlich nice. Und ich lasse es so quadratisch. Und gleich baue ich mir dann hier noch einen Balkon dann hin, wieder. Irgendwie so, Leute. Ich würde gerne in diese Richtung schauen dann. Das bedeutet, stimmt, die Frage ist nur, brauche ich dann. Stützpfeiler. Okay, ich baue erstmal, wir machen das anders. Ich gucke erst einmal, wie es aussieht. Ich würde jetzt hier erstmal ganz provisorisch die Wände anfangen zu bauen. Natürlich am besten eigentlich mit Ein- und Ausgängen. Das kann ich dann aber später nochmal gucken. Halt, stopp. Der hat hier nichts zu suchen. Damit wir mal so ein bisschen eine Vorstellung dafür kriegen. So. Okay, das war's, ne? Okay, cool. Dann noch mal ein bisschen Holz geholt, Leute. Guck mal, den kannst du zum Beispiel da auch noch runterhacken. Okay, da fliegt in deine Richtung. Achtung. So, da hinten sind auch ein paar Nixen. Und vielleicht haben wir ja noch mal Glück und finden hier bessere Schweinchen, ne? Weil, Lisa, ich habe wirklich Tränen gelacht, als ich so total naiv dieses Sterne-bei-Sterne-Wildschwein weggeschlagen habe. Das war im Nachhinein wirklich super dumm. Muss man wirklich mal sagen. Wobei ich bisher noch gar nicht so das Gefühl habe, viel Leder zu brauchen, ne? Denn an, ja, auch an Fleisch und so, wenn ich ehrlich bin, fehlt es mir eigentlich gar nicht so krass. Aber vielleicht ist es schon besser, damit ich dann irgendwann noch chilliger einfach, wenn ich auf Erkundung gehe, nicht bei jedem Wildschwein anhalte und mir das hole, ne? Zum Beispiel. Und ich bin auch gespannt, ob es auch noch andere Tiere gibt, die ich irgendwie, okay, du kannst nicht mehr, das war's schon, andere Tiere gibt, die ich irgendwie zähmen kann. Ich achte ja jetzt grundsätzlich immer auf diesen Hinweis vom Spiel mit ist aggressiv und verängstigt und so. Das stand ja bei den Wildschweinen, somit war es ja dann relativ klar, dass ich die auch einfangen kann, so gesagt. So, liebe Leute. So, erstmal gelunzt. So, wie viel mal wie viel habe ich denn das jetzt gebaut? 1, 3, 4, 5, 6, 7,
7, 8, 9, 10, 11. Okay, das bedeutet, ich mag ja das Mittige, ne? Ist klar. Kriege ich aber so jetzt nicht mehr hin. Okay, dann würde ich sagen, vom Feeling her, hier ein Eingang. Natürlich am liebsten das gute alte Doppeltor. Das wäre halt die Mitte dann, aber... Oder machen wir mal nur eins. Obwohl, wenn es halt so eine geile Halle werden soll... Okay, ich krieg's nicht mittig hin. Da hätte ich vorher drauf achten müssen. Ist aber auch nicht so schlimm. Mach mal das so jetzt. So. Genau, geil. Das ist doch schon. Yes, schön die Türen auf. So. Okay. So, ich frage mich jetzt halt, ich würde ja am liebsten das Schrägdach von dieser Seite hochbauen. Dann, ne? Wobei ja jetzt erstmal noch eine Ebene dahin kommt. Wir machen erstmal weiter. Das muss ich mir später angucken. Ich habe nur das Gefühl, dass ich dann in die Mitte auch Säulen setzen muss, damit das Dach hält, ne? Oder? Wobei ich die ja dann auch auf die höhere Ebene bauen kann. Okay, wir machen jetzt erstmal weiter hier. Okay, gleich mir erstmal an die Tür. Fenster und so gucke ich mir später an. Kommt natürlich rein, ne? Ist klar. Okay, mach das mal so rum am besten. Irgendwie geiler. Dass du da immer den Snap-Punkt hast. So, einmal gedreht die Nummer. So, du dahin. So, werden es wahrscheinlich nie rumschaffen, oder? Oh, du brauchst für die auch nur eins, ne? Ist natürlich auch ganz geil. Nur ein Holz. Fantastisch. So. Yes. Sehr geil. Ja. Hammer. Okay, und dann hätte ich aber, das ist ja klar, noch eine Ebene drüber, ne? Und dann würde so gesagt die zweite Etage anfangen. Okay, hier haben wir jetzt schon das Problem, dass ich mir was dahin bauen muss, damit ich da hochkomme, ne? Kannst du das so intelligent wie möglich machen? Dass wir so viel wie möglich da bauen können. Du könntest natürlich zum Beispiel jetzt hier einmal hinsetzen. Und dann kannst du nämlich jetzt hier schon anfangen. Genau. Sehr geil. So. Lasse ich das jetzt schon auf hier oben? Fehlende Voraussetzungen. Okay. Ja gut. Kriegt man vielleicht einen noch hin? Das ist schon ganz geil. So. Okay, du brauchst eigentlich die Axt. So, die Bäume hier lasse ich mal.
Da müsste jetzt eigentlich noch ein bisschen was rumliegen, oder? Würde ich jetzt mal behaupten. Okay, der Rest ist okay. Da ist jetzt noch Edelholz. Guck mal hier zum Beispiel. Hier kannst du jetzt mal reinhaken. Hier, wie ich das auch immer schaffe, ne? Ist unfassbar. Das ist wirklich eine Kunst für sich. Sehr schön. Also diese Hirsch-Gulasch-Suppe oder was ich da gegessen habe, die war halt richtig geil, ne? Jetzt gerade zum Bauen und so, muss ich sagen, hat mir richtig gut gefallen. Und trotzdem freue ich mich aber mehr noch auf so ein Nahrungsmittel, was mal ein bisschen ausgeglichener ist. Was es ja geben soll. Ich bin gespannt, was es ist. Ich gehe aber davon aus, dass das erst ganz, ganz weit am Ende kommen wird. Vielleicht erst im letzten Biom oder so. Weil ja eh die Frage ist, du kannst ja auch mal wieder deinen Buff benutzen. Oh, jetzt ist übrigens die Axt gleich down, Leute. Das bedeutet für mich eigentlich, ich dann gleich mal losgehe, ne? Ich glaube, es wurde jetzt auch gerade, oder es wird gleich wieder Nacht. Ich glaube, ich habe gelesen, du fühlst dich nie länger ausgeruht. Bin ich denn jetzt hier? Ach, im Traugerdorf? Die sind noch nie gespawnt. Ich bin gespannt, wann das passiert. Oder ob die wirklich wegbleiben. So, die kannst du ja jetzt nicht benutzen, genau. So, okay, dann mache ich noch schnell ein bisschen was hier fertig. Dann gehe ich die Axt reparieren und mache die Möhren wieder ready, Leute. Das wäre eigentlich schon ganz geil. So, kommst du da jetzt so ran, da hinten, dass du das... Na gut, nochmal ein bisschen eindrehen. Ist das richtig drauf da? Ja, anscheinend, oder? Moment mal. Jetzt. Nee, das hängt nicht drüber, oder? Nö, alles cool. Kannst du auch von hier drinnen mal weiterbauen? Oder außen, meine ich. So. Wie friedlich das hier auch ist, oder? Kein, also hier kommt auch niemand mehr vorbei. Bin das ja gar nicht mehr gewohnt. Schon alleine deshalb ist es eigentlich geil, nochmal woanders anzufangen. Ich liebe das ja, wenn man ein bisschen Ruhe hat, ne? Gerade bei der Arbeit, die immer so ansteht. Und ich bin auch gespannt, ob das dann geresettet wird. Die Wellen, die da immer so ankommen an der Base. Okay, es lag jetzt an der Bergbank. Konnt's noch? Ja, chillig. Geil. Hier müssen wir aber noch ganz viel ebnen dann, Leute. So will ich das nie haben. So, guck mal. Habe ich da wirklich schon wieder eine Ebene drauf bekommen jetzt? Alter, ist das ein Great. Hammer. Und das wäre eigentlich so die Höhe, wo ich sage, dann würde ich jetzt anfangen, hier Bodenmeiler zu bauen. Ich bräuchte natürlich auch einen Treppenaufgang. Das ist klar. Aber können wir ja trotzdem jetzt hier schon mal. Ist das richtig drauf da oben? Muss mal kurz draußen gucken, ob das drüber hängt. Nee, alles cool.
Frage ist, wo mache ich denn die Leiter nach oben, ne? Das muss ich mir nochmal genau überlegen. Okay, das war's jetzt, ne? Kein Holz mehr. Dann mach wenigstens mal die Tür zu, damit wir so ein bisschen das Gefühl haben, wir wohnen ja schon. Sehr geil. So. Dann einfach direkt mal rüber. Und okay, ich brauche natürlich wieder mein Gerät, ne? So. Perfekt. Okay, ja. Ich gehe trotzdem erstmal kurz pennen, Leute. Ganz gemütlich. Dann machen wir die Möhren fertig. Dann kann ich mir vielleicht auch noch mal so eine geile Suppe machen, die jetzt echt zum Arbeiten ganz cool ist. So, halt, stopp, du brauchst noch deine Hake. Oder wie hieß es? Ist schon wieder vergessen. Klug, natürlich, klar. So. Ich sammle die erstmal so ein jetzt. Geil, das macht Bock. So befriedigend, dieses Geräusch. Einsammeln. Einfach nur geil. Komm. Gib mir die Möhren, die geilen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wie viel Ausbeute habe ich jetzt? 50. Nee, 52. Geil. So, jetzt müssen wir es wieder klug machen. Ich gehe hier hin und sage, ich will ja nur die. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. Na? So, da noch eine und da noch eine. So, das passt erstmal. Weil ich natürlich jetzt auch. Ich könnte jetzt natürlich auch hier hingehen und sagen: Ich habe ja jetzt noch ganz viele von den Samen. Ach so. Ah, ja. Dann mache ich das jetzt auch noch hier. Setze ich halt hier in die Mitte noch ein paar Karotten rein. Hä? Okay. So. Ja, das ist geil. Jetzt, wo ich davon noch so viele habe, kann man ja hier doch noch mal so ein bisschen was reinballern. Okay, cool, das reicht doch erstmal. Sehr schön. So, dann teile ich die jetzt natürlich wieder auf. Ein paar für mich und ein paar für die Schweine, ne? So die Idee. Das heißt, stimmt, bei denen kann ich bestimmt auch mal vorbeigucken, ne? Das machen wir jetzt auch nochmal, Leute. Gib mir mal diesen Boy. So, passt mal auf jetzt hier. Oh ja, da müssen wir mal wieder aufräumen hier, so gesagt. Aber wenigstens Winnie soll bitte überleben. Das wäre geil. Da ist ein normales Wildschwein. Dann weg. So. Winnie gibt gerade richtig Flamme. Dann würde ich sagen, kommst du noch weg. Und der Rest von euch kann ja wieder richtig geil abgehen. So, passt auf.
ihr kriegt jetzt von mir. Oh. Da war es wieder. Falscher Klicker. Nein? Ich will doch. Wie ging denn das jetzt wieder? Nein? Musste ich so? Jetzt, okay. Genau, dann gebe ich 15 Stück den Jungs und Mädels. So, bitteschön. Und aus dem Rest mache ich mir jetzt noch Suppe. Und zwar, ich glaube, das brauchte ich. Ich glaube, ich brauchte irgendwie das noch. Kann sein, dass ich das gebraucht habe und irgendwie die Pilze. Ne? Wir gucken mal. So, jetzt habe ich, glaube ich, wieder keinen Platz. Ne? Oh, irgendwas ist immer. Kannst ja schon mal umtauschen hier, die Jungs. Was können wir mal schnell weglegen? Das Leder. Zack. Und die Federn können bitte auch weg. Hau ich jetzt näher. Dann kannst du eigentlich auch mal ein paar Pfeile hier rausnehmen. Vielleicht jetzt einfach mal die. Das sind doch nie die Feuerstein. Geil. Ja. Und da hast du schon wieder eine Trophäe. So. Und zwar, geil, ich habe es mir echt richtig gut gemerkt, Leute. So, die Karottensuppe fand ich ja auch richtig nice, ne? Wird eine hergestellt. Von mir aus nochmal. Ach so, da brauchte ich ja drei, ne? Okay, dann machen wir drei Karottensuppen. Und dann noch ein Hirscheintopf. So. Dann können wir noch ein bisschen Dörrfleisch machen. Genau. So, oder? Das ist doch eigentlich ganz geil. Perfekt. Jetzt habe ich ja auch mal ein bisschen was in der Kiste, Leute. Natürlich auch dumm, das immer alles mitzuschleppen, ne? Den ganzen Kram. Aber irgendwie habe ich gerne Essen dabei. Ich weiß auch nicht warum. So. Zack. Natürlich dumm, wenn ich halt irgendwann mal sterben sollte. Dann werde ich mich natürlich wieder zu Tode ärgern, ne? Dann hoffen wir einfach mal, dass es nie passiert. Okay, Leute, ich habe hier alles erledigt, was ich wollte. Das ist halt super entspannt jetzt hier. Und dann gehe ich natürlich wieder rüber. Zack. Ich muss dich eigentlich jetzt mal reparieren. Nimmst du hier Schaden in dem Eck? Nee. Cool. Okay, das muss anscheinend nie eingedacht sein. Oder wie ist das? Das geht auch so. Ohne groß Tamtam. Ich bin das ja halt immer gewohnt, dass die Sachen alle Schaden nehmen, ne? Wenn die nie unterm Dach sind. Aber okay. So. Ach so, ja. Stimmt. Da war ja was. So, dann würde ich jetzt tatsächlich gleich noch mal mir so eine Suppe reinballern. Weil die halt einfach richtig nice ist. Okay. Ich hole mir noch mal ein bisschen Holz, Leute. Und dann wird es ja so langsam, ne? Der anstrengende Part kommt allerdings noch. Und zwar mir wieder die ganzen Tools aufzubauen. Aber
wenn ich es diesmal ein bisschen cleverer mache, mit der Mine vielleicht, da schnell einmal mit den Wagen losrenne. Dann kriegt man das vielleicht ein bisschen schneller hin diesmal, ne? Ich meine, bis jetzt kann ich ja erstmal rüberporten. Das kann ich ja auch ganz zum Schluss erst machen, das ganze Thema. Beziehungsweise, ich werde jetzt eh nie komplett alles in den nächsten Folgen machen, was das neue Haus betrifft. Halt dann wirklich so Stück für Stück, Leute. Weil wir wollen ja auch noch ein bisschen erkunden und so zwischendurch. Mir würde es nur super gut gefallen, wenn ich erstmal so ein kleines Fundament habe, damit ich mir im Privatbereich ein bisschen Gedanken darüber machen kann, wie ich das baue und so. Was ich aber vielleicht machen sollte, ist als erstes das abzuzäunen, ne? Das sind schon so Sachen, die eigentlich am wichtigsten wären. Weil ich denke, es wird nicht mehr lange dauern. Und dann kommen hier die nächsten Feinde vorbei, ne? Okay, das war's schon. Da-da-da, bim-wim-wim. So. Hier geht's weiter. Geh doch mal hier hoch jetzt am besten. Ja, ja geil. Oh, das wird schon geil, Leute. Wenn wir das alles schön hier machen, dann wird das halt richtig nice. So, die Frage ist, wo baue ich mir dann die Leiter hin, ne? Mache ich das jetzt hier schon? Damit ich dann hier hochkomme? Ich würde halt auch gerne die wieder machen, weil... Ja, scheiße. Okay, die müssen wir doch abstützen. Okay, das könnte natürlich dann mit dem Boden auch passieren, ne? Okay, wie macht man denn das jetzt am dümmsten? Dass das irgendwie geil aussieht. Hab ich denn noch so? Ja. Ich denke mir jetzt natürlich so einen Pfeiler dahin, ne? Oder wie hier. Okay, ich verstehe. Ja, okay, dann wird der Boden wahrscheinlich aber auch ein Problem darstellen, oder? Oder wie ist es? Hält das dann? Gehört dann die Treppe da dazu? Okay, das ist noch ein Test, den muss ich noch machen. Du mal? Guck mal. Okay, hält. Anscheinend, oder? Okay, da geht das Balkenthema wieder los, wie bei Raft. Ich hasse ja Balken, weil da wieder so viel Platz flöten geht, aber so ist es halt in der Architektur, liebe Leute. Ich sage für heute vielen lieben Dank fürs Reinhören und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.
Ich freue mich drauf, Leute. Macht's gut und bis bald. Tschüss.